Die neue Wochenaufgabe steht an und die Bewohner beginnen gleich mit ihren Geschicklichkeitsübungen. Guck mal, das sind die von John. Ja, hart. Guck mal. Oh, scheiße. Boah, das ist aber schwer, das von John. Alles da. Boah, mein Stab ist kacke leicht. Guck mal, das dreht sich. Ja, das geht auch, wenn du das übst. Guck mal. So ein Stückchen. Guck mal. Ja, ist total und? Leicht. Also, ja, das ist voll schwer so mit leicht. So einem leichten... Schwer? Ja. Ja, cool. Coole Sache. Und so bewegst du es weiter. Das ist ja geil, guck mal. Ja, du kannst das ja schon voll gut. Das schaffst du auch. Das ist kein Problem. Ja, ist ja cool, das ist ja spezial. Also, das kriegt man schon. Zeig, was du kannst, Kläubert. Ich dreh durch. Ja, guck mal, wie alt. Das darf man nur draußen machen. Ach so. Und vorne, hast du? Ja. Das darf ich hier drin nicht machen. Gleich verloren. Ich hätte gerne die Teller gehabt. Oder Stelzen oder Hula Hoop. Hula Hoop? Nee, also. Das finde ich auch voll schwer. Nee, mit dem Hoch und Runter jetzt. Aber guck mal, wir können mindestens die Bewegung schon. Weißt du, bei Alex muss ja bei Null anfangen. Der kann die Bewegung auch. Da gehen wir von aus. Soll ich dich erschlagen oder was? Nur, ich erschreck mich dann. Füße zusammen. Boah, das gibt was, ey. Das gibt aber eine fleißige Überei. Darf ich mal versuchen? Ja, ja. Boah, super, hey, klasse, das gibt's doch nicht. Das ist aber gefährlich, gefährlich, gefährlich. Du hast schon mal einen Job als Stelzenlaufläuferin gehabt. Ja, so ähnlich, super. Im Jugendzentrum gearbeitet. Mach das mal von der Tür, das ist echt nicht schwer. Hat einer Wasser aufgesetzt? Ja, ich. Danke. Der muss bis unter die Achseln gehen, damit du richtig Halt hast. Ja. Dann mach ich die mal runter, wa? Ja, besser wär's. Ich hab gestern die Pille vergessen, wie blöd. Wie ärgerlich. Wieso kannst du das jetzt noch nehmen? Hab ich schon. Ich denke irgendwie immer, das ist nicht dasselbe. Naja, ich meine, hier drin ist es ja eh egal. Ist auch. Nur wegen der Hormone halt nicht. Wieso? Ich denke immer, ich bringe die damit durcheinander. Echt? Boah, ey. Da müsste ich ja schon Chaos denn haben. Ich meine, ich weiß, dass die eigentlich schon so schwach sind, dass man das wahrscheinlich gar nicht merkt. Aber
Ich mag die einfach nicht. Ich misstraue der. Und ich nehme die ja auch nur wegen der Hormone sozusagen jetzt. Nach dem Abbruch. Sternchen. Sternchen, du sollst nicht raus. Deswegen haben wir das dahin gemacht. Sternchen. Sternchen, komm. Sternchen. Nein. Sternchen, komm rein. Geh rein. Geh. Oh nein. Sternchen, geh rein, komm. Komm, geh rein. Geh rein. Geh rein. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Sternchen! Da! Geh rein, komm. Du läufst doch immer weg. Jawohl. Ich glaube, ist besser, wenn du direkt in der Mitte anfängst, ne? Lass mich mal einfach so probieren, wie geht's. Nein, in der Mitte bringt ja auch nicht. Was wünscht man hier wohl? Ja, und nur jetzt musst du ja am Rand kommen. Auf den Rand? Nee, muss nicht am Rand, in der Mitte. Ja. Nicht am Rand? So muss das sein. Kick da mal! Super geil! Super, Bursche! Und das nach 3 Minuten. Okay. Jetzt hol doch mal den Ring raus. Wo ist der Ring? Nee. Ich übrigens mit meiner Melle, ja, die sind auch nicht. Lass den mal. Ey, ich hätte jetzt noch stundenlang auf dem Rand probiert. Und hier, guck, mach doch mal hier in der Mitte. Ja, klar. Zack, dann geht das schon. Du kannst es noch nicht jetzt werfen, das muss erst richtig schwingen. Super! Ja, jetzt geht's echt langsam. Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Das kannst du total schnell verfehlen. Guck dir diese Scheiße an, ey. Das ist doch Betrug, ey. Das muss doch irgendwas anderes sein. Ich würde mich nicht so stehen, sondern ich würde ein Bein nach vorne. Das ist gut, ja, das Hause. Ja, und jetzt gehen wir hoch und runter. Wie geht das? Das kann ich nicht, ich bleib jetzt so. Ja, dann musst du noch mal vorschulen, das kann ja gar nicht sein. Ey.
Oder hopp, ey, das geht eine Sekunde und dann seid ihr fertig mit der Aufgabe für mich. Gehen die dann auf? Da haben wir das Puzzle noch nicht ausgepackt. Ja. Kann man Wasser rausdrücken. Echt? Mhm. Komisch. Wenn die so richtig. Das wäre auch cool, wenn du so groß wärst. Ey. Boah, warum kriege ich nicht solche Aufgaben? Leck mich am Arsch. Ich gehe jetzt erstmal Kaffee trinken. So, für Steak kann ich sterben. Also ich meine, du kannst es bestimmt nicht verstehen. Aber, oh. Also ich liebe Hummer und Steak, ne? So ein also gibt es ja in manchen Lokalen als Teller Hummer und Steak. Das finde ich so geil. Hummer mag ich nicht. Das finde ich so geil. Doch so, diese Orangen, die mag ich auch gerne. Steak? Echt, wie ist das? Lecker. Ja, ich mag gar nichts aus dem Meer. Mhm. Außer Nordseekrabben mag ich. Nur wie die sterben, ist noch viel brutaler. Das ist krass. Die schreien richtig. Hast du das schon mal gesehen? Ja, ich habe das schon mal gesehen. Also für mich war das so ein Zischen. Die fiepen so, finde ich, so ganz hohe Töne. Nee, oh, Steak liebe ich ja. Das liebe ich. Das war so geil. Vor Silvester haben wir 3 Tage lang, also 28, 29, 30, haben wir jeden Abend Steak gegessen, Douglas und ich. Zu Hause? Ja, jeden Abend. Wir haben uns echt so fett mal Steak gegönnt. Und oh, das war so lecker. Und dann mache ich immer schön. Das auch so gerne. Ja. Wir sitzen dann am Essen und dann nur so, boah, top, 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 top. Du magst es total roh. Oh, ja, das liebe ich. Auch wenn ich davon jetzt rede. Wieso roh? Fleisch. Ja, ja, also noch blutig in der Mitte. Aber was heißt ein Steak? Steak ist einfach so Hüftsteak. Das ist ein Stück aus der Hüfte vom Rind. Ja. Medium ist mir zu viel, ne? Das riecht durch. Wenn ich mag Medium gern. Ja, mögen ja die mal. Also, ja. Ich verstehe aber nicht, wie man das aber durch well essen done kann. Mag ich nicht. Nee, das also kann well ich auch nicht done, das mochte ich als Kind nur well done, weil ich das eklig fand, wenn ich aufgeschnitten habe und dann kam Blut raus. Ich sage immer, ich möchte Englisch, aber also, wenn ich jetzt irgendwo bin in Spanien oder so, die verstehen das ja nicht, ja? Ja. Dann sage ich Englisch. Ja, und das verstehen sie dann ja gar nicht. Aber dann kannst du erzählen, was du willst, verstehen sie alles nicht. Und dann sage ich immer so, ja, dann male ich auf. Hier, Englisch plus Minus. Und dann fallen in die Richtung. Nein. Cool. Jetzt muss ich wieder raus. Danke. Vielleicht haben sie heute Steak dabei. Ist dein Oberarm super ausgebildet, nur dass die Definition ein bisschen fehlt. Aber ansonsten, also Masse kannst du nicht klagen. Nö, Masse kann ich nicht klagen. So Fett absaugen. Die Manu kann kommen. Hier, aber das ist auch den am schwierigsten drin, den hier. Dass oben die Kugel richtig schön rauskommt. Ja. Obwohl, die geht da, hab ich früher gut gehabt, die Kugel. Ohne Ende. So sieht der auch. Aber hier ist halt fett. Ja, bisschen. Oh, das ist ja runter. Jetzt, wenn sowieso die Tage sind, da ist der ganz anders. Ja, klar. Bei warmem Wetter. Da ist der mal am Tag noch halb im Quark und abends eine Kleinigkeit erwartet, sowieso gewesen. Kochen tun wir jetzt nicht mehr so oft. Hauptsache viel trinken. Viel trinken, ja. Sag mal, Kerstin, bilde ich mir das ein oder habe ich im Gesicht Farbe bekommen? Ja, habe ich mir vorher schon gedacht. Aber kann im Moment auch nur sein von der frischen Luft. Aber wir waren doch jetzt auch eine Weile draußen.
Oh, ich freue mich so gleich aufs Weiterlesen. Ja, ne? Das macht bringt total Spaß. Spaß gerade. Ja, finde ich oh auch. Gott, jetzt wollte ich die Latschen schon reingehen. Und ich habe, also Romeo und Julia, obwohl das so eine Tragödie eigentlich ist, ich finde, das bringt auch gute Laune. Ja,